Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich hier aus Berlin zu einer weiteren Folge vom Taxi to Legalization. Und die hat es heute richtig in sich. Wir stehen hier direkt vor dem Bundestag und werden gleich Dirk Heidenblut von der SPD einsammeln und mit ihm eine Runde hier durch Berlin cruisen und ihm ein paar spannende Fragen stellen. Und das direkt im Anschluss an den Gesundheitsausschuss für das neue Cannabisgesetz. Los geht's! Herzlich willkommen. Danke. Warst du schon mal in einem New York Taxi? Ich war noch nie in New York und auch noch nie in einem New Yorker Taxi. Ja, schön, dann ist das doch schön. Da hast du doch damit schon mal wenigstens was mitgenommen. Das habe ich jetzt schon mal hingekriegt, genau. Dirk, nochmal ganz herzlich willkommen. Gerne. Und förmlich hier im Taxi to Legalization. Schön, dass du die Zeit gefunden hattest, trotz deines ja auch sehr stressigen Alltags. Welche Rolle spielt denn Cannabis eigentlich in deinem Leben? Ich meine, du hast ja jetzt doch in letzter Zeit wirklich für unsere ganzen Belange ganz schön eingesetzt. Und wie kam es denn dazu? Also eigentlich spielt Cannabis, eigentlich spielen Drogen in meinem Leben eine Rolle, weniger in meinem Leben, sondern in meinem beruflichen Leben, weil ich halt im Bereich auch der Drogenhilfe bei Menschen mit psychischen Erkrankungen und ähnlichen Dingen, also auch mit Suchterkrankungen, lange Jahre tätig war und dadurch einfach Berührungen dazu hatte. Und es mir da schon immer aufgefallen ist, das, was wir mit dem Strafrecht machen, ist kalter Kaffee, das hilft niemandem, sondern schadet. Okay, ist ja komisch, dass die meisten eigentlich gerade in dem Bereich ja doch eher dann eine gegenteilige Meinung. Nö, den Eindruck habe ich nicht. Ja. Auch heute in der Anhörung, also sowohl die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen wie andere, waren eigentlich, auch die Bundespsychotherapeutenkammer, sehr klar pro Legalisierung. Der Weg wird immer kritisiert. Das Problem ist, es wird aber kein besserer Weg benannt. Also insofern, wenn ich dafür bin, muss ich irgendwann halt auch den Schritt tun. Und ich finde, das ist jetzt der Fall. Und eigentlich ist die Suchthilfe, soweit ich sie kenne, dafür, das zu machen. Die fordert zu Recht, dass wir auch mehr für die Suchthilfe tun. Das steht auf einem anderen Blatt. Okay. Und welche positiven Erwartungen hast du jetzt an das Cannabis-Gesetz? Was wird sich positiv verändern für die Gesellschaft? Also im Grunde positiv verändern wird sich auf jeden Fall, dass wir aus diesem Dogma der Prohibition rauskommen. Dass wir hoffentlich auch zumindest einen Teil, also so wie das Gesetz jetzt gestrickt ist und ich fürchte auch so wie die erste Säule letztlich bleiben wird, werden wir nicht komplett aus der Stigmatisierung rauskommen. Das wird nicht wirklich klappen. Aber dass wir einen Teil der Stigmatisierung zurückdrängen und dass wir denen, die gar keine Probleme haben, eine Möglichkeit geben, sauberes Cannabis zu bekommen und dass wir denen, die Probleme haben, endlich die Möglichkeit geben, ihre Probleme anzupacken und sich auch zu trauen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und dass wir aufklären können darüber, wo wirklich die Schwierigkeiten liegen. Also alles ganz viele positive Aspekte, die ich mir verspreche. Okay. Und hast du aber trotzdem auch vielleicht Kritik? Also wenn du das jetzt für dich frei von allen anderen Konsequenzen und Verwürfnissen, wenn du das entscheiden könntest, was ist so dein größter Kritikpunkt an dieser Umsetzung jetzt? Naja, also ich glaube, der größte Kritikpunkt ist bei uns allen, die wir mit großer Begeisterung daran gegangen sind, dass wir es nicht schaffen, in die wirkliche, also die komplette Legalisierung zu kommen. Du kriegst das Ding erst richtig in den Griff und das zeigen Kanada, das zeigen die USA, das zeigt Uruguay. Du kriegst das erst richtig in den Griff, wenn du die Legalisierung vollständig machst. Das heißt, wenn du Geschäfte hast, wenn du einen kontrollierten Verkauf hast, wenn du Track-and-Trace-Systeme hast, wenn du sicherstellen kannst, dass auch jeder in der Lage ist, dann dran zu kommen, sich nicht am Schwarzmarkt bedienen muss, wenn du gleichzeitig das verbindest mit einer vernünftigen Aufklärung und Drogen- und Suchtpolitik, das schaffen wir halt jetzt noch nicht mit der ersten Säule in diesem Umfang und das ist schon schade. Aber ehrlich gesagt, ich bin froh, dass wir jetzt erstmal überhaupt an dem Schritt sind. Wenn du jahrzehntelang über sowas redest und eigentlich immer auf der Stelle tritt. Und wir sehen jetzt noch, wie stark die Kräfte sind, die eigentlich weiter auf der Stelle treten wollen, obwohl sie sehen, dass das falsch ist, was da passiert, dann bist du schon froh, wenn du endlich mal so ein bisschen den Knoten gelöst hast. Ja, das kann ich mir vorstellen. Glaubst du denn trotzdem, dass auch die Forderung jetzt oder die Drohung, sage ich mal, viel mehr aus Bayern wahrgemacht werden, dass da immer noch, dass da neue Kontrolleinheiten entstehen, dass also diese Grenzen, die da immer noch bestehen, den Konsumenten das Leben immer noch schwer machen, vielleicht sogar noch schwerer, weil ganz neue Hebel auch der Strafverfolgung da sind? Also noch schwerer hoffe ich nicht. Wir werden es schon so gestalten, dass es nicht noch schwerer geht. Aber wir haben halt einen Föderalismus und wir haben in dieser Frage die Länder beteiligt. Mhm. Und das geht auch nicht anders. Das geht bei Säule 1 nicht anders. Das wird aber wahrscheinlich auch bei der kompletten Legalisierung nicht anders gehen. Und vor dem Hintergrund, ja, es wird an einigen Stellen auch weiter Verwerfungen geben. Das wird man leider nicht vermeiden können. Und kommst du auch mal in Situationen, wo du mit Gegnern jetzt aus wahrscheinlich, ich sage jetzt mal einfach eher Unionsparteien, auch mal ganz direkt diskutieren kannst? Also hat man da auch mal ein Gesprächsklima, wo man vielleicht auch mal diese Krusten aufbrechen kann? Also es gibt, ich glaube, in allen Parteien und in allen Fraktionen Leute, die
sozusagen eine völlig andere Sicht darauf haben. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich will das auch gar nicht verwerfen. Und natürlich redet man darüber und natürlich kommt man ins Gespräch. Und natürlich ist das hinter den Kulissen dann nicht so aufgeregt im Gespräch. Manchmal schon auch. Weil wenn jemand so ganz verbiestert ist, dann werde ich es auch. Das kann schon mal passieren. Aber klar komme ich mit allen ins Gespräch. Das ist ja einer der Punkte, die wir versuchen zu überzeugen. Immer wieder zu überzeugen, dass das nicht mit jedem gelingt. Ja, das ist halt so. Das ist ja in allen politischen Fragen so. Stand heute Abend, jetzt wann glaubst du denn, darf ich legal meinen ersten Joint? Also ich bin immer noch zuversichtlich, 1.1.24. Ja, okay, schön, ich verbreite die Zuversicht auch ja, gerne. Also. Ich werde auch weiter dafür kämpfen, dass das so klappt und dass wir an der Stelle vernünftig vorankommen. Also ich glaube schon, wir haben heute gehört, das finde ich, muss man auch mit berücksichtigen, dass natürlich, wir schaffen ja neue, sagen wir mal, Strukturen, wir schaffen neue Verfahrenswege, dass man bei bestimmten Dingen, also ich sage jetzt mal zum Beispiel der Zulassung der Cannabis-Social-Clubs wahrscheinlich nicht direkt vom 1.1. ausgehen kann, weil da muss ja erstmal eine Behörde da sein sozusagen und es muss erstmal ein Lizenzierungsverfahren geben. Das wird auch für die Clubs nicht klappen. Aber dass wir die Entkriminalisierung haben, würde ich schon nach wie vor sagen, da ist der 1.1.24 das, was gut klappen kann. Was für ein Lizenzierungsverfahren meinst du jetzt? Naja, für die Clubs. Ne? Also ja. Die müssen ja eine Lizenz bekommen, die müssen sich ja anmelden, die müssen zugelassen werden, dann müssen sie noch anbauen. Also bis die wirklich legales Cannabis auf den Markt geben, also nicht auf den Markt, sondern in ihrem Club an Mitglieder geben können, das wird nicht der erste. Aber jetzt gibt es ja schon Clubs, die auch schon bestehen und angenommen, ab 1.1. dürfen die das theoretisch jetzt verkaufen oder gibt es da dann schon Grenzen? Geht ja. Also verkaufen dürfen sie sowieso nicht. Ne? Also da müssen wir schon ganz vorsichtig sein, abgeben, sie dürfen sie nur an ihre Mitglieder abgeben. Aber das kann ja trotzdem nicht zum 1.1. funktionieren, weil selbst die Bestehenden müssten ja zunächst mal ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Das heißt, bisher bestehen ja die Cannabis-Social-Clubs, die bestehen, auf einer anderen rechtlichen Grundlage. Offiziell dürfen sie ja noch keine Anbauvereine sein, das wäre ja strafrechtlich so. Die müssen also ihre Satzung dann schnell ändern, anpassen an das, was wir vorsehen. Das dauert eine gewisse Zeit. Selbst lange Vereinsrecht gemacht, allein das ist schon nicht so einfach. Und dann müssen sie ja sagen, da und da ist jetzt meine Anbaufläche, da und da ist jetzt meine Abgabestelle und das muss dann offiziell von der Behörde abgestempelt werden. Das wird nicht am 1.1. der Fall sein können. Also die werden am 1.1. richtig loslegen können, die werden die Verfahren alle einleiten können, aber dass sie dann wirklich den Anbau möglich haben. Einige werden schneller sein, die haben vielleicht schon sich nach Geländen umgeguckt, je nachdem. Andere werden allein dafür noch eine Zeit brauchen. Aber ich sag mal, da wird schon noch ein halbes Jahr mindestens in Land gehen, bis das funktioniert. Also neben der kompletten Legalisierung mit vernünftigen Abgabestellen und sowas träumen wir als Community ja eigentlich schon länger von diesen Social Clubs. Ja. Und jetzt haben wir es aber doch irgendwie geschafft, in diesem Prozess das Ganze so zu almanisieren irgendwie, so zu verkopfen und bürokratisieren, dass viele da gar nicht mehr so richtig Lust drauf haben. Kannst du das verstehen? Und wenn ja, woran liegt denn das? Das liegt natürlich daran, dass... also es gibt natürlich eine große Angst, die ich auch habe, dass es uns nicht passieren darf, dass wir ein Gesetz in die Welt setzen, dass am Ende, man denke an das Desaster, was wir da auf dem Verkehrsbereich hatten, das am Ende vom Europäischen Gerichtshof kassiert wird. Deshalb versuchen natürlich gerade alle, und das halte ich auch erstmal nicht für falsch, sicherzustellen, dass das nicht passieren kann. Da reden wir zum Beispiel über die Frage, dass niemand beschäftigt werden darf mit dem Anbau, weil es eben um Eigenanbau gehen muss und so weiter und so fort. Da reden wir über die Frage, dass es nicht ausgegeben werden kann, dass es nicht weitergegeben werden kann. Das ist alles heute thematisiert worden. Und das sind natürlich bürokratische Hindernisse, einschließlich der Dokumentationspflichten, die einem die Lust schon ein bisschen rauben können. Ich glaube trotzdem, dass man die Lust behalten kann, dass wir einfach jetzt Pioniergeist brauchen, dass wir Leute brauchen, die sich was trauen, dass wir Leute brauchen, die mit Begeisterung daran gehen. Wir werden versuchen, bei den Hürden sozusagen noch ein bisschen zu gucken, dass das nicht zu sehr ausartet. Das hat ja auch datenschutzrechtliche Fragen. Aber ich bin mir sicher, diese Clubs sind eine große Chance für viele. Und ich glaube auch, dass sie in vielen Bundesländern gut entstehen werden und auch vernünftig arbeiten können. Und dann einfach auch selbst zeigen können, dass man eben einen vernünftigen Cannabiskonsum in einem solchen Club mit einem solchen sozusagen gewährleisten kann. Und das ist eigentlich das ganz Entscheidende. Und deswegen, also ich hoffe da einfach auf die Traute derjenigen und auf die weitere Begeisterung zu sagen, wir machen das jetzt. Also du hoffst auch, dass die nächsten Schritte einfach dann folgen, dass das Ganze noch vernünftiger wird. Du kannst aber auch verstehen, dass man irgendwie doch ein bisschen das Ganze nicht so richtig positiv feiert, dass man da ein bisschen unzufrieden mit ist und sich denkt, warum machen wir es uns denn so schwierig? Ich bin ja auch immer hin und her gerissen zwischen Frust, läuft alles noch nicht und ist alles nicht so, wie ich das will. Und auf der anderen Seite aber Begeisterung, dass jetzt Aufbruch drin ist. Und ich meine, wer hätte vor Jahren gedacht, dass wir
über einen Dachverband von Cannabis Social Clubs in Deutschland reden. Dass wir überhaupt darüber reden, dass sowas in greifbare Nähe kommt. Und selbst wenn es am Anfang holprig läuft, das läuft doch bei vielen neuen Dingen so. Und wenn wir uns am Anfang eingrooven müssen, dann müssen wir einfach sehen, dass niemand Fatalschaden nimmt dadurch. Aber fataler Schaden als im Moment, wo man strafrechtlich verfolgt wird, kann man eigentlich ja kaum nehmen. Und dass wir sukzessive das in den Griff kriegen. Aber ich glaube, eigentlich kann in der Community, wenn das Gesetz jetzt durchkommt, und da bin ich ganz zuversichtlich, durchaus Freude vorherrschen und ich hoffe auch sowas wie eine Aufbruchstimmung. Und hast du auch auf der anderen Seite vielleicht Befürchtungen, dass das Ganze vielleicht dann eben doch zu wenig Probleme löst und damit vielleicht wieder der Union in die Karten spielt und falls die nächste Wahl dann so ausgeht, wie wir beide uns das vielleicht nicht wünschen, dass sie das Rad nochmal zurückdrehen könnten? Also ich glaube, das mit dem Rad zurückdrehen ist nicht so einfach, wie man sich immer vorstellt. Aber ja. Und deswegen kämpfe ich ja auch dafür, dass wir noch einen Teil dieser Restriktionen wegkriegen. Wir haben ja über Obergrenze zum Beispiel schon und noch viele andere Dinge. Ich glaube, dass wenn wir es zu restriktiv machen, das Risiko, dass uns das auf die Füße fällt. Weil wir im Zweifel sicherlich mit der Entkriminalisierung immer noch für viele Konsumentinnen und Konsumenten was erreichen. Wir differenzieren ja nicht danach, woher ich mein Cannabis bekommen habe. Aber dann viele andere Fragen nicht lösen. Und das kann natürlich genutzt werden dann von denen, die eh sagen, die Prohibition ist besser. Ich glaube aber, selbst wenn wir nur in kleinen Schritten vorankommen, werden wir zeigen, dass das ein vernünftiger Weg ist. Und in allen Ländern, auch in denen, wo man ja auch mal sich erkundigt hat, wo es gelaufen ist, gibt es eigentlich auch keine konservativen Kräfte mehr, die es komplett zurückdrehen wollen. Ja. Dass man nochmal anders damit dann umgehen will, das ist halt in politischen Fragen immer so. Aber komplett zurückdrehen kann ich mir nicht vorstellen. Und selbst wenn es schlecht läuft, was ich ja nicht glaube, weil die SPD wird natürlich mit Schwung spätestens ab 25 weitere Kanzler stellen. Aber selbst wenn das ausnahmsweise nicht so funktionieren sollte, glaube ich auch nicht, dass es eine CDU-Alleinregierung geben wird. Und dann wird immer ein Cannabis-Befürworter dabei sein. Und der wird es auch, auch nicht zurückdrehen lassen wollen. Super. Also das ist das doch macht klar. Mut auf das jeden eigene, Fall. Eigene Ding, egal ob die SPD dann dabei ist oder die FDP oder die Grünen, wir werden uns das doch nicht wieder kaputt machen lassen wollen. Unser Gesundheitsminister, dein Parteikollege, der Karl Lauterbach, der lässt sich ja manchmal auch so ein bisschen so schon gerne als Legalizer feiern und ja. Wir sind ihm sicher auch ein bisschen dankbar, aber nicht nur jetzt im Zuge dieser Vorbereitung für dieses Format hier habe ich doch immer wieder rausgehört von verschiedensten Seiten, dass er auch eine Bremse ist für eine bessere Lösung, für eine doch etwas weniger verkopfte Lösung. Kannst du das bestätigen? Also erstmal, ich habe ja lange mit ihm schon zu tun gehabt, bin ich sehr froh, dass er inzwischen, und das kann man sicherlich sagen, jemand ist, der Entkriminalisierung, auch Legalisierung durchaus mit dem Herzen nach vorne bringen will. Aber er ist natürlich in einer anderen Position. Er ist Teil der Regierung. Er ist nochmal ganz anders in Zwänge eingebunden, was auch die Frage Ressorts, andere Strukturen angeht. Und er hat natürlich einen anderen wissenschaftlichen Blick. Karl ist ja selbst auch Wissenschaftler, das lässt er ja auch immer wieder durchklingen, bin ich nicht. Ja. Und das schafft einen anderen Blick, das haben wir heute in der Anhörung auch ein paar Mal gemerkt. Und insofern glaube ich, ja, es ist schon so, dass er sicherlich noch mit mehr Sorge und auch mehr mit dem Restriktionsblick drauf guckt. Aber er ist ganz eindeutig jemand, der das jetzt auch voran und zum Abschluss bringen will und zu einem vernünftigen Abschluss. Und auch er will, dass dieses Gesetz wirkt in allen Bereichen, in denen wir es wirken lassen wollen. Und wir müssen uns halt zusammenraufen. Die SPD war ja lange auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage in diesem ganzen Prozess. Und ich rechne dir da auch ganz hoch an, dass du, glaube ich, als einer der Ersten überhaupt im Bundestag auch offen dich dafür ausgesprochen hast oder auch mal offen verkündet hast, dass die Drogenpolitik, wie wir sie die letzten Jahrzehnte praktiziert haben, gescheitert ist. Ist diese Entwicklung voranschreitend, weil die Mehrheit in der SPD war ja doch auch recht dünn noch vor kurzem. Glaubst du, dass die Mehrheit auch innerhalb deiner Partei weiter wächst, damit auch da keine Gefahr droht, dass vielleicht doch die Partei dann nochmal in eine andere Richtung abgeht? Also, glaube ich ja. Ich will auch mir den Schuh gar nicht so irre anziehen. Will vor allen Dingen nochmal an Burkhard erinnern, also Burkhard Behnern, unser Drogenbeauftragter. Ja. Der war eigentlich im Parlament der erste richtige Kämpfer sozusagen. Ich habe das immer mitverfolgt und mich auch angeschlossen und da durfte ja dann von ihm das übernehmen und habe das sicherlich weiterverfolgt. Ich glaube, so dünn ist die Mehrheit in der Partei nicht. Auch die Fraktion hat einen sehr klaren, einen sehr mehrheitlichen Beschluss gefasst. Es waren nur wenige Gegenstimmen. Und ich glaube, das ist auch immer noch so. Aber es ist natürlich so, dass
die Tücke im Detail liegt. Und es gibt Dinge, die gefallen ja auch den Legalisierern nicht, wie sie jetzt laufen. Und es gibt Dinge, die viele gerne anders hätten und wo viele sich dann doch wieder Sorgen machen, dass es vielleicht in die falsche Richtung geht. Da müssen wir die Leute alle mitnehmen, aber ich glaube nicht, dass es an der SPD liegen wird, dass das wieder zurückgedreht wird. Da ist die Mehrheit schon klar und stabil, würde ich sagen. In der Partei auf jeden Fall. Es gibt gerade noch einen Schluss in der Partei, der glaube ich, fast 100% ausgegangen ist, also in der Parteiführung. Und das ist recht klar, wo wir da stehen. Ich verfolge diesen Gesetzgebungsprozess jetzt so intensiv, wie ich noch nie einen verfolgt habe, einfach aus meiner persönlichen Lebensgeschichte und Leidenschaft heraus, und habe natürlich auch gemerkt, wie am Anfang viel versprochen wurde, dann das nicht gehalten werden konnte, wofür ich auch Verständnis habe, und dann hat sich das jetzt aber immer weiter ein bisschen verkompliziert und verwurschtelt, und am Schluss haben wir jetzt eben eine Regelung getroffen, die natürlich einen Kompromiss für viele Seiten darstellt, das kann ich auch absolut verstehen, aber eben nicht so richtig zufriedenstellt. Und ich frage mich dann als jemand, der vielleicht an anderen Themen nicht ganz so intensiv sich beteiligt, ob das immer, verstehe es nicht falsch, auf diesem Niveau am Ende abläuft, also ob wir immer so faule Kompromisse schließen in der Politik inzwischen, dass dann keine gute Lösung, sondern nur so eine 1b-Lösung, und das formuliere ich jetzt noch nett, rauskommt. Also das ist politisches Handwerk, was du jetzt gerade beschreibst. Und das ist das, was, glaube ich, bei uns in der Demokratie auch gerade Stress mit der Demokratie macht. Wir müssen ja irgendwie versuchen, alle mitzunehmen. Wir müssen ja irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden, die keinen so verprellt, dass zum Beispiel komplette Rückmechanismen wieder greifen. Und wir haben sehr unterschiedliche Sichtweisen, auch in denen, die dafür sind. Also ich nehme mal nur Onlinehandel, ja oder nein. Da ist die SPD nach wie vor krass dagegen. Andere sind da sehr dafür unter den Legern. So. Das heißt, wir müssen versuchen und werden immer Kompromisse finden. Aber das sind eigentlich keine 1b-Lösungen. Wenn ich, gerade wie bei der Cannabis-Frage, ein über Jahrzehnte gewohntes System so letztlich doch drastisch verändere, dann kann ich das nicht schaffen, indem ich es überstülpe und sage, jetzt ist plötzlich alles anders. Ich muss die Systeme mitnehmen, ich muss die Menschen mitnehmen, ich muss erreichen, dass es überhaupt umgesetzt werden kann. Es könnte schneller gehen, es könnte besser funktionieren. Aber ich glaube, die Annahme, dass man da mal eben einen Schalter umlegt und sagt, jetzt machen wir alles ganz anders, die ist einfach, die funktioniert nicht. Und wir sehen das an Luxemburg, wir sehen das an Malta, wir haben das auch in Kanada gesehen, wie stark die miteinander gerungen haben, wie das am Anfang auch falsch justiert war und sukzessive nachjustiert wurde. Also das heißt, die Überlegung, man kann so ein restriktives System von heute auf morgen auf andere Füße stellen, das kann nicht funktionieren, und vor dem Hintergrund werbe ich immer wieder dafür, das ist kein fauler Kompromiss, es ist ein Kompromiss, der, glaube ich, die gute Chance hat, am Ende den Durchbruch zu schaffen und sozusagen insgesamt in ein gutes System zu münden. Und ich bin auch jemand, der am liebsten morgen alles so hätte, wie ich mir das wünschen würde. Ich glaube, das muss man in der Politik auch haben. Aber ich weiß, dass man Kompromisse schließen muss. Und es gibt halt viele andere, die hätten es lieber morgen so, wie sie es gerne hätten. Und das ist nicht das, was ich will. Und da bin ich froh, wenn wir uns annähern und am Ende eine Lösung finden, mit der wir beide dann, also nicht wir beide, sondern... Was ich als großes Problem auch sehe und auch in meinen Kreisen immer wieder spüre, dass da einfach auch eine wahnsinnige Politikverdrossenheit gewachsen ist. Weil wenn man als Cannabiskonsument, wie ich jetzt zum Beispiel seit 25 Jahren, kriminalisiert wird, in seiner Freiheit eingeschränkt wird, dann fängt man halt irgendwann auch an, andere Dinge, die vielleicht gut gemacht oder auch gut, nur gut gemeint sind, zu hinterfragen und vielleicht nicht mehr zu glauben, und verliert völlig das Vertrauen dann auch in die Politik. Glaubst du, dass wir mit diesem Gesetz auch diese Leute vielleicht ein Stück weit dann wenigstens schon mal wieder abholen können, dass da erstes Vertrauen wieder geschöpft wird, weil das halte ich für sehr wichtig. Also das ist ein ganz zentraler Punkt, warum ich sage, wir müssen den Knoten jetzt durchschlagen und mit dem Gesetz auf jeden Fall zu einem Punkt kommen, wo wir zeigen, es ändert sich was und wir machen was. Ich glaube, jeder, und ich versuche ja auch mitzunehmen in den Prozessen, also meine häufigste Aufgabe ist ja zu erklären, wie der politische Prozess läuft. Ich glaube, jeder hat jetzt gemerkt und verstanden, es ist nicht nur böser Wille, sondern es ist einfach auch eine Art der Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Sichtweisen. Wir müssen jetzt aber auch zeigen, dass wir am Ende zu einem Ergebnis kommen, mit dem man dann auch leben und mit dem insbesondere die zu Unrecht jetzt über Jahre verfolgt wurden, endlich durchatmen können und sagen, die Verfolgung ist weg, und einige sogar die Verfolgung gestrichen kriegen. Es gibt ja auch sozusagen Möglichkeiten, das dann aufheben zu lassen. Und ich glaube, wenn wir das erreichen, und selbst wenn es noch nicht für alle die Krone der Schöpfung ist, und selbst wenn wir nicht morgen erleben, dass es 10.000 Cannabis-Clubs gibt, weil das alles so einfach und so toll ist, und selbst wenn ich immer noch mit einem schlechten Gewissen zum Schwarzmarkt muss, weil ich anders halt an meinen Cannabis nicht komme, aber immerhin dann weiß, wenn ich in der Tasche habe, bin ich erstmal nicht mehr der Straftäter. Das bringt bei den Leuten schon
vielleicht auch Vertrauen zurück. Und dann auch das Vertrauen, dass wir nächste Schritte gehen werden. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich persönlich übrigens glaube, es war ein Fehler, mit dem Koalitionsvertrag den Eindruck zu erwecken, das geht so mal eben. Ich hatte persönlich immer eine große Skepsis, was das Europarecht angeht. Ich lasse das Völkerrecht mal außen vor, aber auch das ist für uns nicht unwichtig, weil wir bei anderen Staaten auch ordentlich draufkloppen, wenn wir das Völkerrecht missachten. Man kann nicht Verträge unterschreiben und sie einfach missachten. Und vor dem Hintergrund war ich immer jemand, deswegen habe ich auch in der Partei ja durchgesetzt, Entkriminalisierung, Modellprojekte, dann Legalisierung. Weil ich eben immer auch denke, man darf den Leuten nicht zu viel versprechen, was man am Ende nicht hinkriegen kann. Und das haben wir so ein bisschen mit dem Koalitionsvertrag auch gemacht. Ich hoffe aber, dass jetzt klar ist, wir haben uns redlich Mühe gegeben. Wir versuchen jetzt, das Ding über die Hürde zu bringen und dann hoffe ich, kriege auch ein bisschen Vertrauen. Ich kann das nachvollziehen. In einem möchte ich nur widersprechen. Für mich wäre das dann eher nicht ein Brechen des Völkerrechts, sondern ein Brechen des Völkerunrechts, das endlich auch stattfinden muss. Aber ich verstehe durchaus, dass man da auch als junge Regierung auch da dann ja vielleicht lieber mal den etwas sichereren Weg vielleicht wählt und sich nicht direkt mit der Weltpolitik verscherzt. Ja und wenn wir anfangen, dass wir sagen, wir definieren, was Völkerrecht oder Unrecht ist, dann machen das andere auch. Und ich glaube nicht, dass das immer zu unseren Gunsten ausgeht, um das freundlich zu sagen. Und man kann über die Frage Recht und Unrecht natürlich auch lange streiten. Ich glaube, die persönliche Verfolgung ist Unrecht. Ob es Unrecht war, zu versuchen, Drogenausbreitung zu verhindern, da wäre ich noch nicht so ganz sicher. Sage ich auch immer, ich verstehe diesen Reflex, weil es ein Gefahrenpotenzial gibt, das erstmal zu verbannen und zu verbieten. Das finde ich total nachvollziehbar. Und ich glaube, die meisten Menschen, die heute noch dagegen sind, wissen es noch nicht besser. Die müssen wir weiter aufklären. Deswegen danke ich dir auch, dass du da auch einen Teil dazu beiträgst. Auch aktuell auf Instagram sehe ich ja wirklich ganz, ganz tolle Aufklärungsvideos. Finde ich wirklich spannend. Zwei, drei Themen habe ich auf jeden Fall noch. Was bis jetzt zu kurz gekommen ist, was auch in dem ganzen Prozess allen viel zu kurz gekommen ist und was auch immer noch hinterherhängt, ist die Führerscheinproblematik. Warum ist die jetzt noch nicht konkreter besprochen? Warum müssen wir vielleicht sogar noch bis nach der Umwandlung dieser Gesetze warten, bis auch diese Thematik endlich angegangen wird? Das wurde uns ja auch anders versprochen. Und warum ist das so schwierig? Ärgert mich maßlos, aber jeder Versuch, da ist nun wirklich... Sorry, das BMG nicht zuständig. Jeder versucht, das zuständige Ministerium dazu zu bringen, schneller voranzuschreiten, ist bisher gescheitert. Und ich kann gut verstehen, auch da, dass ein Minister versucht, über Wissenschaft und Experten auch sich selbst abzusichern. Aber ganz ehrlich, die Expertenkommission hätte ja zu Beginn des Prozesses dann schon eingesetzt werden können, richtig, weil das Verkehrsrecht auch eine Rolle spielt. Das war nun auch... sagen wir mal, demjenigen, der sonst vom Prozess nichts versteht, völlig klar, dass man das jetzt noch mal bis April ziehen will, kann ich überhaupt nicht verstehen. Es wurde auch in der Anhörung noch mal deutlich gemacht, wie wichtig das ist. Also das ist ein echt ärgerlicher Prozess. Ich kann aber da verstehen, dass an der Stelle das BMG, das eben kein Verkehrsrecht macht, sich nicht mal eben über das Verkehrsministerium hinwegsetzen kann. Mhm. Da können wir vielleicht auf parlamentarischer Ebene noch was machen, aber das ist tatsächlich ein echt Wunderpunkt, muss ich auch sagen, und das ärgert mich schon sehr. Ja. Wieso entscheiden eigentlich nicht öfter auch die Politiker dann am Ende, also die treffen auch wirklich die Entscheidung, die auch eine wahre Expertise dann auch mitbringen, die sie, also die das auch wirklich in der Vergangenheit schon gezeigt haben. Wenn man diesen Schritt doch jetzt schon beschlossen hat, man will ihn gehen, wieso entscheiden dann eigentlich am Ende immer noch so oft Politiker, wo man doch eben merkt, na, da fehlt es doch echt ein bisschen auch an Tiefe in dem Wissen. Also, die Frage ist, wer entscheidet, wer wahre Expertise hat. Ich würde mal sagen, für die Kinder- und Jugendärzte fehlt mir die komplett, die würden mir die wahre Expertise absprechen. Die hätten wahrscheinlich lieber, dass jemand anders entscheidet. Ja. Ich glaube schon, dass ich mich in das Thema reingefuchst habe und auch den richtigen Weg sehe. Aber ich würde auch mir nicht anmaßen zu sagen, ich bin jetzt der Einzige, der die wahre Expertise hat. Politik ist halt so, es entscheiden die, die gewählt sind. Und zu den gewählten Vertretern gehören halt auch alle Teile der Bevölkerung. Und dazu gehören eben auch die, die noch nicht überzeugt sind. Und die dürfen auch mitentscheiden. So ist das nur. Ja, das ist auch gut, das finde ich auch gut. So, dafür mag ich unser Land auch. Genau. Vielleicht noch kurz zur Säule 2. Wann fangt ihr damit an? Wann geht es da weiter? Das wurde jetzt mal wegen der Säule 1 doch lange ein bisschen ausgeklammert. Aber also ich hoffe, dass da im Hintergrund schon dran gearbeitet wird. Das ist eigentlich die Zusage, dass nach der Sommerpause man schon mal beginnt. Ich verstehe. Du hoffst das aber nur, du weißt das nicht. Also ja, ich gehe mal davon aus. Okay. Ich verstehe, dass sind halt die gleichen Abteilungen, die daran arbeiten müssen. Mhm. Dass die natürlich sagen, ja, jetzt
wir bombardieren die ja jetzt auch noch mit Änderungswünschen und all den Dingen, die wir so vorhaben. Wir können jetzt nicht alles gleichzeitig abarbeiten. Wir kennen den Fachkräftemangel in allen Bereichen. Der ist in Behörden leider auch nicht so wesentlich anders. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass wenn wir das Gesetz jetzt über die Hürde gebracht haben und ich bin nach wie vor der Ansicht, wir schaffen das jetzt im November, dann werden wir hoffentlich spätestens im Dezember wieder Eckpunkte sehen und dann im Anfang nächsten Jahres auch direkt den Weg zur Säule 2. Weil der ist, und das ist sicher etwas, was auch der Minister weiß, der ist ganz zentral dafür, damit wir bei der Legalisierung auch bezogen auf EU-Ebene endlich punkten und vorankommen. In dieser Säule 2 soll es ja dann auch wirklich Abgabestellen geben, genau, als Modellprojekte. Ist da schon ein bisschen was konkretisiert? Also gibt es da eher 3 Modellregionen oder gibt es vielleicht auch 30? Gibt es vielleicht sogar 150? Ist das irgendwo schon besprochen worden? Also nein, und ich glaube auch, das wird keine Vorgabe des Bundes sein. Also der Bund wird sagen, es kann Modellprojekte geben. Und dann wird man sich darum bewerben können. Und ob es also am Ende 50 Regionen sind, ob es am Ende nur 3 Regionen sind, das wird sehr von den örtlichen Gegebenheiten abhängen. Okay, also und natürlich davon, wie wir die Rahmenbedingungen definieren. Das ist ja dann auch für Kommunen oder für Landkreise die Frage, was kostet mich das, auf was lasse ich mich da ein, was muss ich liefern, welche Unterstützung kriege ich. Das wird schon nochmal eine Rolle spielen, aber ich glaube nicht, dass wir eine Zahl vorgeben. Also konkretes Beispiel im Freiburger Stadtrat, da komme ich jetzt nochmal her, hat sich eine Mehrheit gefunden, die wollen also Modellregion werden. Wie viel Hoffnung darf ich mir machen, dass das dann vielleicht mit Säule 2 auch funktionieren kann? Also ich würde sagen, dass da kann man sich Hoffnung machen. Ich vermute allerdings, dass die Länder da nicht ganz raus sind. Also ob das dann das entsprechende Bundesland mitmacht, ich glaube nicht, dass die Länder es den Kommunen ganz alleine überlassen werden. Mhm. Wäre jetzt mein Tipp. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Der Bund darf ja in aller Regel nicht Sachen machen, die direkt auf die Kommunen wirken, sodass es wahrscheinlich ein Land zustimmen muss, letzten Endes, welche Regionen das machen. Das wird man dann nochmal sehen, wie das funktioniert. Also kann man fast davon ausgehen, dass es in Bayern keine Modellregion geben wird? Ja, da bin ich mir auch nicht sicher, weil es kann ja auch sein, dass es durchaus starke Kräfte in Bayern gibt, die sich das so nicht ohne weiteres gefallen lassen. Und es wird ja auch Gründe geben, warum Länder das generell ablehnen. Also ich glaube schon, dass es überall was gibt, aber ich kann mir schon vorstellen, das wird bei den Cannabis Social Clubs ähnlich sein, dass es Bereiche gibt, wo mehr davon entsteht, weil es vielleicht auch gewollt ist, dass man eine moderne Drogenpolitik angeht und auch eine moderne Politik, mit der Menschen anders leben können, und dass es Bereiche gibt, wo das weniger entsteht. Aber das ist unser Föderalismus, das haben wir übrigens in ganz vielen anderen Bereichen auch. Wenn ich mir unsere Krankenhauslandschaft angucke, wenn ich mir viele andere Dinge angucke, da schauen wir uns mal die Bundesländer an im Vergleich, da gibt es halt welche, wo mehr entsteht und welche, wo weniger entsteht, und das wird leider an der Stelle dann auch der Fall. Ja, okay. Lieber Dirk, dann komme ich zur letzten Frage vielleicht noch. Hanf ist ja eine wunderschöne Zimmerpflanze, auch mit einem super CO2-Abdruck. Könntest du dir vorstellen, dass du, wenn das jetzt erlaubt sein wird, dir auch eine Hanfpflanze zu Hause hinstellst? Weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Weil wenn ich höre, dass das sozusagen bestimmte Geruchsfolgen mit sich zieht, ja, und man bei mir zu Hause schon sehr geruchsempfindlich ist, wenn ich mal Reibekuchen machen will, kann ich mir vorstellen, dass die Genehmigung. Schön ist beim Reibekuchen, ruft keiner die Polizei, und ich hoffe in Zukunft auch bei Grasgeruch. Das stimmt, nicht mehr. Außer der Rauch wird so intensiv. Aber das hoffe ich auch. Also ich würde mal tippen, in eine Wohnung würde ich es mir wahrscheinlich eher nicht stellen. Aber es geht auch nicht, und das finde ich ist eben wichtig, weil ich auch immer wieder gefragt werde, ne? Rauchst du auch, willst du auch rauchen? Und so. Also rauchen tue ich sowieso nicht, aber es geht nicht darum, was ich gerne möchte. Und ich finde gerade, weil ich jemand bin, der gar nicht unbedingt sagt, ich will jetzt unbedingt Cannabis genießen hinterher, ist es doch viel glaubwürdiger, dass ich sage, es macht aber Sinn, wenn ich es dir nicht verbiete. Warum soll ich dir deinen Spaß nehmen, weil ich den vielleicht nicht habe? Macht ja sein, dass Cannabis mir auch gar nicht schmeckt. Also keine Ahnung, kann ich überhaupt Bauer urteilen. Aber das will ich nicht. Ja. Du darfst mir meinen, keine Ahnung, vielleicht mal Gin, Rotwein oder Gin, Rotwein, ja, oder was auch, ich nicht, ja, nehmen. Und insofern sage ich mal, um mich geht es da nicht, und ob ich das mache, weiß ich nicht. Also ich bin begeisterter Hobbygärtner, insofern könnte ich es möglicherweise allein aus Interesse, ob ich es schaffen würde, Geruch gezogen zu kriegen, machen. Ich habe auch mal Erdbeeren. Ja, auch ein guter Social-Media-Content, also du musst es versuchen. Ich muss das versuchen. Ja, wahrscheinlich wird der Content aber noch besser, wenn ich scheitere. Ja, und alle dann sagen, guck mal, der Depp, der kriegt nie mal die Pflanze großgezogen. Da muss ich mir aber mit der Ernte keine Sorge machen. Auf jeden Fall. Apropos Geruch, zum Abschluss kriegst du von mir noch ein kleines Geschenk, wie alle, die hier teilgenommen haben, als kleines Dankeschön. Ein Bartöl, das pflegt auch ein 3 bis 5 Tage Bart hervorragend. Gibt einen schönen Geruch und eine ganz weiche Haut runter. Alles klar. Ich hoffe, du hast Freude damit, und danke dir nochmal für die Teilnahme. Dankeschön.